Hallo, wie geht's? This is Welsh ASMR. So, as you know, I'm learning German, and one of the really amusing ways to practice my German is to read a Zeitschrift auf Deutsch. Neue Post. I like it because it's easy to read and it's really trashy. Thoughts in today's episode: Florian Silbereisen. Drama um seine Mutter. Er hat so große Angst um sie. Charlene und Albert, er gerettet. Das Wunder von Monaco. Guido Maria Kretschmer. Unfallschock. Rettung in letzter Sekunde. Glücksnachricht aus Schweden. Prinzessin Victoria. Hurra, ein Mädchen. Großes Rezepte extra. Zarte Rouladen und saftige Apfelkuchen. So, I hope you enjoy this ASMR video in German, read by a foreigner from Wales who's trying to learn German. It's me. Okay, sit back, relax. Enjoy, close your eyes if you want to. And thank you for watching. Okay, willkommen. So, we got Tom Hanks und seine Rita, Prinzessin Victoria, Harry und Meghan, who is a feature in German magazines, Sophia von Spanien. Und jeden Abend weint sie in ihr Kissen. Iris Berben, Königin Mary. Mein Roman, meine Reise, meine Rätsel, mein Wissen, meine Geschichte, Miriam Dobinski, Michaela Sommershoff. Okay, the first page we got. Was lange währt, wird endlich gut. Heute leben wir unseren Patchwork-Traum. Wolfram Gerrit Sohn. Leon, Gerrit und Wolframsohn Ferdinand haben mächtig Spaß am Strand. Das ein oder andere Gesellschaftsspiel hier, Scrabble, wird auf der Hotelterrasse des Residence Mauritius natürlich auch gespielt. Die Schauspielerin und ihr Liebster sind seit 2016 verheiratet. Sie genießen ihr Glück in vollen Zügen. Schwung geben oder umgeben. Die fröhliche Patchwork Family ist um ihr Urlaub gerne aktiv und natürlich auch für jeden Spaß zu haben. Fotos der Woche. Schlaft im Studio. Es ist Ende Januar. Man hat alles gegeben. Wer hätte gedacht, dass es so furchtbar anstrengend sein würde, all die guten Neujahrsvorsätze auch durchzuziehen. Ross Anthony. Nee, 49 und Marele Hübner, 46, 40, 49. Offenbar nicht. Wo Erschöpfung mussten die beiden Entertainer ein kleines Nickerchen im Studio machen.
Jorge González serviert süße Snacks. Im Urlaub am Pool wird der Catwalk-Trainer und Entertainer plötzlich zum Kellner. Fröhlich serviert Jorge González 56 frisches Obst als Snack. Aber Moment, was tut er denn? Als Kellner darf man nicht naschen, Jorge. Sarah Jessica Parker, Heimwerker in High Heels. Die Latzhose und das Hemd sind super. Aber will Gary Bradshaw, Sarah Jessica Parker, 58, in diesen High Heels streichen? Da kann auch Miranda Hobbs, sind die nächsten 57, nur lachen. Ob Gary noch flache Schuhe anzieht, erfahren Sie im Sex and the City Nachfolger And Just Like That. Jetzt haben wir uns erstmal einen Burger verdient. Shoppen macht hungrig, Tom Hanks und seine Rita. Kurz nach 12 in Los Angeles. Die Schlange bei Barney's Burgers im angesagtesten Einkaufszentrum der Stadt ist lang. Egal. Tom Hanks, 67 und Ehefrau Rita, 67, stellen sich geduldig an. Denn der beiden knurrt der Magen. Shoppe macht hungrig. Und der Hollywood-Superstar vertritt die Meinung: Nach dem Einkaufen haben wir uns jetzt einen Burger verdient. Während die beiden brav in der Schlange stehen und warten, bis sie dran sind, können es die Gäste kaum glauben. Schweden. Glücksnachricht aus Schweden. Hurra, ein Mädchen. Alle freuen sich auf das süße Baby. Blumen für die Prinzessin. Ihr Geschicht wirkt etwas voller, meinten Beobachter. Dieses Leuchten in ihren Augen, diese rosigen Wangen. Prinzessin Victoria von Schweden, 46, strahlte kürzlich in Stockholm bei einem Termin mit ihrer Familie so glückselig, das ist eine wahre Wunderbar. Vom Quartett zum Quintett, im Sommer soll die Familie der Thronfolgerin zu fünft sein. Nur die Arbeit hält mich am Leben. Den Tod seiner geliebten Hannelore kann er kaum verkraften. Heino. Ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen. Er wirkt gut aufgelegt. Endlich wieder. Kurz vor seinem Konzert blitzt unter all der Traurigkeit ein bisschen von dem alten Heino, 85, auf. Die schwarze Wolke, die ihn seit dem Tod seiner geliebten Ehefrau Hannelore, 82, im November stets umgibt, hat sich aufgelöst. Nur die Arbeit, das Singen, halte ihn am Leben, erzählt der Volksmusikstar leise.
wenn er zur Ruhe kommt, mit seinen Gedanken allein ist, kann er den Tod seiner Frau kaum verkraften. Seine Fans geben ihm Kraft. Sie haben es sich mit allen verscherzt. Harry und Meghan, Flucht aus Hollywood. Wo sind Harry und Meghan? Im Hollywood hat man sie schon lange nicht mehr gesehen. Vor 4 Jahren haben sie England verlassen. Harry, 39, und Meghan, 42, wollten in Amerika große Stars werden. Eine Zeit lang schien ihr Plan aufzugehen. Sie schlossen millionenschwere Verträge ab, gründeten ihre Stiftung Arvel und werden zu Interviews eingeladen. Harry bekam einen ordentlichen Vorschuss auf seine Memoiren. Doch inzwischen ist es verdächtig ruhig geworden um die royalen Aussteiger. So ruhig, dass man sich auf der anderen Seite des Atlantiks ernsthaft fragt, ob das Paar überhaupt noch in Kalifornien lebt. Tierischer Zuwachs bei Tochter Lenny. Heidi Klum, das erste Enkelchen hat Fell. Bei 4 Kindern ist es nur eine Frage der Zeit, bis Heidi Klum 50 sich über ihr erstes Enkelchen freuen darf. Jetzt ist es soweit, zumindest beinahe. Denn es gibt tierischen Familienzuwachs im Hause Klum. Tochter Lenny, 90, ist nun eine stolze Hundemama. Sie und ihr Freund Aris, 20, haben einen kleinen Welpen adoptiert. Heidis erstes Enkelchen hat also Fell. Das große Freundschaftsinterview. Nur in neuer Post. Die TV-Stars sind Peugeot-Markenbotschafter. Simon Schwarz und Sebastian Betzel. Wir kennen uns besser als jedes Ehepaar. Simon Schwarz spielt in der Eberhofer Krimis Privatdetektiv Rudi Birkenberger, ohne den sein Kollege oft alt aussieht. Mit seiner Rolle als Dorfpolizist Franz Eberhofer begeistert Sebastian Betzel Millionen Fans. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Treffen? Es war im Dezember 2005 auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Ich sehe unseren ersten Moment noch genau vor mir. Damals ging es nach München zu den Proben für unseren ersten gemeinsamen Film »Schwere Jungs«. War es lieber auf den ersten Blick? Wir haben uns kurz unterhalten und sehr schnell gemerkt, das passt. Es ist selten, dass man jemanden findet, mit dem es auf Anhieb so macht.
Wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Richtig befreundet sind wir aber erst, seit wir regelmäßig gemeinsam vor die Eberhofer-Krimis vor der Kamera stehen. Geflüster von Adels Expertin Sigrid Junge. Vor dem Liebesskandal um ihre Eltern bleibt sie auch im Internat nicht verschont. Internat. Die jüngste Tochter des spanischen Königspaares macht sich in diesen Tagen große Sorgen. Sophia besucht derzeit das Atlantic College in Wales, zusammen mit 350 anderen Schülern. I think I knew she was in Wales, actually. Sie ist rund 2000 Kilometer weit weg vom heimischen Zarzuela-Palast in Madrid. Prinzessin Sofia von Spanien, 16, studiert seit Sommer 2023 am alterwürdigen Atlantic College in Wales. Und in diesen Tagen freut sie sich, wie ich aus Hofkreisen hörte, über jeden einzelnen Meter, der sie von zu Hause trennt. Der Grund ist der furchtbare Ehekrach ihrer Elternkönigin Letizia und König Felipe. Doch selbst im Internat wird Sophia nicht von dem Skandal verschont, denn auch viele ihrer 350 Mitschüler sind durchs Internet bestens über das Drama informiert und sprechen ihre spanische Kameradin darauf an. Das macht Sophia schwer zu schaffen und abends weint sie in ihr Kissen. Es kam die Frage auf, wer ihr Vater ist. Manchmal muss man sein Herz ausschütten. Im College entstehen Freundschaften fürs Leben. Ihr Sohn jetzt ins Gefängnis? Paris war so verliebt in ihren Ehemann Lambert Jr., doch sie wurde zu einer Marionette. Ein Ende des Albtraums ist für die Bayerin nicht in Sicht. Es geht um Alkohol, häusliche Gewalt und die Schatten der Vergangenheit. Polizeischutz für ihre Schwiegertochter. Der Schmerz ist schier unerträglich. Schauspielerin Christine Neubauer ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, was in den letzten Tagen ans Licht der Öffentlichkeit kam, ist der blanke Horror. Ausgerechnet ihr geliebter Sohn Lambert Dinsinger Jr., der sich nach der Trennung seiner Eltern von ihr abgewandt und dem sie sich nach vielen Tränen wieder angenähert hatte, bricht ihr das Herz. Neues Glück als Hobbybauer. David Beckham.
Auch seine Frau Victoria ist ein großer Fan vom Landleben. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Die Bienenstücke hat er selbst zusammengebaut, links, mit Haber, Stolz, Wurm, Gemüse, Beet, rechts. Kordhose, Cardigan, Hut und Wanderstock. Wenn es nach David Beckhams Outfit geht, ist er ein verschächter Landbursche. Es ist jedoch keine Verkleidung, die der englische Fußballheld da trägt. Seitdem er und seine Frau Victoria ein bauernhofartiges Anwesen in Südengland gekauft haben, hat er sein Glück als Hobbybauer gefunden. Sekunde. Rettungswagen, Polizei, großer Aufregung. Es waren dramatische Szenen in der Nacht. Wird er diesen Schock jemals verdauen? Der Modedesigner wäre beinahe verunglückt. Manchmal sind es nur kurze Augenblicke, Bruchteile einer Sekunde, die über Leben und Tod entscheiden. In einem Moment scheint noch alles perfekt und plötzlich steht die Welt still. Guido Maria Kretschmer weiß zu gut, wie unberechenbar das Leben ist, wie schnell alles vorbei sein kann. Der Modedesigner erlebte beinahe einen Horrorunfall und konnte nur in letzter Sekunde gerettet werden. Der Schock verfolgt ihn bis heute. Das Drama ereignete sich zu der Zeit, als der Shopping Queen Liebling noch in Berlin lebte, aber in Hamburg arbeitete. Das war eine Nacht. Ich hatte einen Fahrer, weil ich ja ständig nach Hamburg müsste. Mehrmals die Woche zum Teil und halt sehr viel gefahren bin, erinnert er sich jetzt zurück. Sie sausten also durch die Dunkelheit auf der Autobahn, als sich plötzlich ein Stau vor ihnen auftat. Und Guido sein Leben schon an sich vorbeiziehen sah. Wir fuhren da mit 160 Sachen durch die Welt und genau in diese Kurve, wo das passiert, sehe ich so ein Stauende und dann dachte ich, okay, das war's jetzt. Jetzt ist mein Ende auf einer Autobahn. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ach, irgendwie war es ein gutes Leben, es war gut, so seine Gedanken, denn ich dachte, das können wir gar nicht schaffen eigentlich. So, I got at least one more video, plenty of material for at least one more video. We'll continue this on another week. If you enjoyed it, could you please give me a like, please? And drop me a comment, especially to help with any pronunciation issues I had. That would be so helpful. Thank you so much.